Vor einiger Zeit wurde ein Urteil gefällt, das viele danach für zu hart empfanden. Eine Oma, die lediglich Rente bezieht, musste sich vor Gericht wegen eines Diebstahls verantworten. Sie hatte Beeren im Wert von knapp 4 Euro mitgehen lassen. Nach der Strafanzeige folgte das Urteil, 2 Monate Freiheitsstrafe. Auch die Berufung des Urteils und die Revision blieben erfolglos. Das Urteil blieb bestehen. Doch warum genau? Viele User im Internet sagten, dass es unverhältnismäßig und viel zu hart sei. Doch die Wahrheit liegt tiefgründiger, denn die Täterin war Polizei bekannt und es konnte ausgeschlossen werden, dass es sich um ein Versehen gehandelt haben könnte. Bereits in der Vergangenheit ist sie Polizei bekannt geworden, auch wegen vieler Diebstähle.